Das Heinz Nixdorf Berufskolleg bildet in den Bereichen Elektrotechnik und Informationstechnik aus. Der Schwerpunkt liegt im dualen System, Elektroniker, Mechatroniker, Informatikbereich, auch in der Fachschule, staatlich geprüfte Techniker. Ja, wir haben seit vielen Jahren ein Förderprogramm bei der IFM, das heißt Young Innovators. Wir unterstützen Bildungseinrichtungen und Studierende mit unseren neuesten Technologien. Im Austausch mit dem Herrn Gleisner und mit Herrn Steffen sind wir auf das Projekt Retrofit für eine Werkzeugmaschine aufmerksam geworden. Und auch bei diesem Projekt haben wir unterstützt mit Hardware, aber auch am Ende mit technischem Support. Die Aufgabenstellung war es, dass wir ein Condition Monitoring System erschaffen für die Maschine. Bedeutet, wir erfassen gewisse Kenndaten und können anhand dieser Daten dann Rückschlüsse über den Maschinenzustand treffen. Die IFM-Produkte sind ganz vielseitig tatsächlich in diesem Falle. Von der IO-Link-Sensorik, da haben wir dann beispielsweise einen OGD 580, einen LT3922, das ist ein Füllstands- und Temperaturmesser. Und darüber hinaus dann noch die Diagnose-Elektronik für die Schwingung, gekoppelt an den VSA 005, das ist der Schwingungssensor. Eines der Ziele war auf jeden Fall, die Maschine auf die Industrie 4.0 abzugraden. Dabei ergaben sich natürlich größere Hürden, zum Beispiel minimalinvasiv in die Maschine nur einzugreifen. Aus Sicht der Schule war das Ziel, dass wir einen Proof of Concept erstellen. Heißt, wir versuchen mal zu beweisen, dass es noch möglich ist, ältere Maschinen auf einen neuen Standard zu heben. Die Daten werden vor allem vom HNBK, von der Automatisierungstechnik, verwendet, um da dann Spektralanalysen durchführen zu können. Wir wollten die Maschine eben mit moderner Sensorik ausstatten, um eben verschiedene Betriebsdaten aufzunehmen und sie dann zu verarbeiten oder eben dann über den Zustand der Maschine etwas mehr zu erfahren. Die Einbindung der Sensorik war sehr unkompliziert und teils auch selbsterklärend. Also damit hatten wir weniger Probleme und das hat uns sehr viel Arbeit abgenommen, dass es eben so unkompliziert ist, die Sensorik einzubinden. IO-Link hat eigentlich eine große Rolle gespielt und hat uns viel, sage ich mal, Arbeit abgenommen, dadurch, dass es eben so einfach zu implementieren ist und genau so gut von der Hand geht.